I am grateful to be with you tonight. Ich freue mich, heute Abend bei Ihnen zu sein. Ich möchte Ihnen auch sagen, dass Präsident Monson und Präsident Uchtdorf Sie sehr lieben haben und Ihnen sehr dankbar sind. Seit ihrer Gründung im Jahr 1842 genießt die FAV den Segen einer aufmerksamen und liebevollen Führung durch Propheten Gottes. Bei ihrer Gründung in Nauvoo sprach Joseph Smith zu den Führern der Kirche und den anwesenden Mitgliedern. Diese herrliche Vergangenheit führte mir vor Augen, welche Verantwortung auf mir lastet, als Präsident Monson mich bat, zu Ihnen zu sprechen. Bei einer der ersten Zusammenkünfte der FAV bat der Prophet Joseph Smith, Bischof Whitney an seiner Stelle zu sprechen und überraschte ihn damit. Bischof Whitney begann seine Ansprache mit der Bemerkung, er sei voller Vorfreude darauf, vom Propheten zu hören, zu der Versammlung gekommen. Ich kann nachempfinden, wie enttäuscht er war. So wie Sie vielleicht jetzt auch. Also fragte ich Präsident Monson während meiner Vorbereitung auf diese Ansprache, was seiner Meinung nach am nützlichsten für Sie sein könnte. Was er sagte, bestätigte mir, was mir bei meinen Überlegungen und im Gebet auch schon in den Sinn gekommen war. Ich möchte heute Abend über das große Vermächtnis sprechen, das diejenigen, die Ihnen in der FAV vorangegangen sind, an Sie weitergegeben haben. An dem Fundament, das damals für Sie gelegt wurde, erscheint mir am wichtigsten und nachhaltigsten, dass die Nächstenliebe der Kern der FAV ist und dass Sie jedem Ihrer Mitglieder ins Herz dringen und zu einem Wesensmerkmal werden soll. Für die Schwestern damals bedeutete Nächstenliebe viel mehr als nur Mildtätigkeit. Nächstenliebe entsteht aus dem Glauben an den Herrn Jesus Christus und kommt zustande, wenn sein Sühnopfer im Herzen der Mitglieder wirkt. Es gibt viele mildtätige Frauengruppen, die viel Gutes leisten. Es gibt viele, die ein immenses Maß an Mitgefühl für die Leidgeprüften, die Kranken und Bedürftigen haben. Doch die FAV ist einzigartig. Und das war sie von Anfang an. In den Mittelpunkt des Fundaments, das sie legten, stellten diese hervorragenden Schwestern den Grundsatz, dass die Liebe niemals aufhört. Das war der FAV am Anfang von Nutzen, das war in dem großen Zeitabschnitt, der sich daran anschloss, von Nutzen, das ist ihr jetzt in einem neuen Zeitalter von Nutzen und das wird ihr in allen Zeiten, die noch kommen werden, von Nutzen sein. Diese Organisation besteht aus Frauen, deren Nächstenliebe einem Herzen entspringt, das sich dadurch gewandelt hat, dass sie sich für Bündnisse, die es nur in der wahren Kirche des Herrn gibt, bereit gemacht haben und diese auch halten. Ihre Nächstenliebe stammt vom Herrn und seinem Sühnopfer. Ihr wohltätiges Handeln nimmt sich am Herrn ein Beispiel und entspringt der Dankbarkeit für das grenzenlose Geschenk seiner Barmherzigkeit und dem Heiligen Geist, den der Herr seinen Dienern schickt, damit er sie bei ihren guten Werken leite. Aus diesem Grund haben die Frauen Ungewöhnliches für andere geleistet und sind auch jetzt dazu in der Lage. Sie finden Freude darin, auch wenn viele ihrer eigenen Herzensanliegen unerfüllt bleiben. In der Geschichte der FAV gibt es viele Beispiele für solch bemerkenswerten, selbstlosen Dienst. In der schrecklichen Zeit der Verfolgung und Entbehrungen, als die Getreuen von Ohio nach Missouri, dann nach Illinois und schließlich über die Prärie gen Westen zogen, kümmerten sich die Schwestern trotz ihrer Armut und ihres Kummers um andere. Ihnen würden wie mir die Tränen kommen, wenn ich Ihnen jetzt einige Berichte aus Ihrer Geschichte vorlesen würde. Sie wären gerührt von Ihrer Großzügigkeit, aber noch viel mehr, wenn Sie erkennen würden, wie der Glaube Sie emporgehoben und gestützt hat. Die Frauen kamen aus den unterschiedlichsten Verhältnissen.
Doch alle waren sie mit den Prüfungen und dem Kummer des Lebens konfrontiert. Ihre Entschlossenheit, die dem Glauben entsprang, dem Herrn und den Mitmenschen zu dienen, schien sie nicht, um die Stürme des Lebens herumzulotsen, sondern mitten hinein. Einige waren jung, andere alt. Sie stammten aus vielen Ländern und Völkern, so wie sie heute. Doch sie waren eines Herzens, eines Sinnes und hatten das gleiche Ziel. Sie waren entschlossen, dem Herrn zu helfen, sein Zion aufzubauen, wo sie das glückliche Leben führen konnten, das im Buch Mormon so anschaulich geschildert wurde. Sie kennen sicher einige der Stellen aus dem 4. Nephi, die sie im Herzen trugen, wohin der Herr sie auf ihrem Weg nach Zion auch führte. Ich zitiere, und es begab sich, im 36. Jahr wurde alles Volk zum Herrn bekehrt, auf dem ganzen Antlitz des Landes, sowohl die Nephiten als auch die Lamaniten. Und es gab keine Streitigkeiten und Auseinandersetzungen unter ihnen, und jedermann handelte gerecht, einer mit dem anderen. Und sie hatten alles unter sich gemeinsam. Darum gab es keine Reichen und Armen, Geknechteten und Freien, sondern sie waren alle frei geworden, und hatten Teil an der himmlischen Gabe. Und es begab sich, wegen der Gottesliebe, die dem Volk im Herzen wohnte, gab es im Land keinen Streit. Die ersten FAV-Schwestern hatten keine so idyllische Zeit vor sich. Doch die Gottesliebe wohnte in ihnen im Herzen. Und diese Liebe und auch die Frauen überstanden den Zug gen Westen und auch die folgenden Jahre. Aufgrund der widrigen Bedingungen war die FAV fast 4 Jahrzehnte lang nicht überall in der Kirche eingerichtet. Doch 1866 berief Brigham Young dann Eliza R. Snow, den Bischöfen bei der Einrichtung der FAV zu helfen. 1880 wurde sie als zweite Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung berufen. Die Aufzeichnungen der FAV belegen, dass die Führer der Kirche feststellten, dass die Nächstenliebe im Herzen der Frauen ungebrochen war, als sie auf die Schwestern zugingen, um die offizielle FAV-Arbeit wiederzubeleben. Sie hatten sich auch weiterhin voller Barmherzigkeit um Bedürftige gekümmert. Bei denjenigen, die ihren Bündnissen treu geblieben waren, war auch die Gabe der Nächstenliebe, die reine Christusliebe, noch vorhanden. Sie hatten sie noch. In den folgenden Jahren nahm die Anzahl der Mitglieder und auch das Vermögen der FAV, den Bedürftigen zu helfen, zu. Unter der Leitung von visionären und fähigen Frauen nahm es die FAV in die Hand, Bedürftigen im amerikanischen Grenzland auf bisher nicht dagewesene Art beizustehen. Die FAV richtete ein kleines Krankenhaus ein. Die FAV unterstützte Frauen, die in den Osten der USA gingen, um eine medizinische Ausbildung zu erlangen und dann in dem Krankenhaus zu arbeiten. Das waren die Anfänge einer der größten Krankenhausketten in den USA. Die FAV rief Programme ins Leben, aus denen im Laufe der Jahre weltweit die sozialdienstlichen Programme der Kirche entstanden. Die FAV führte ein Getreidevorratsprogramm ein, das so gut funktionierte, dass sie in Kriegs- und Notzeiten einem Hilfsgesuch der Regierung nachkommen konnte. Die FAV rief das ins Leben, was später die Primarvereinigung und die Organisation für die jungen Damen in der Kirche wurde. Sie gründete ihre eigene Frauenzeitschrift. Die FAV wurde zu einer der größten Frauenorganisationen der Welt. Aus ihren Reihen wurden auch Führungspositionen in amerikanischen Frauenorganisationen besetzt. Die FAV war das Herz der ersten humanitären Hilfsleistungen der Kirche in aller Welt. Wenn Staatsleute heute Utah besuchen, äußern sie sich erstaunt und bewundernd angesichts dessen, was die Kirche überall für die Armen und für die Opfer von Kriegen und Naturkatastrophen leistet. Diese beachtlichen Geschenke an die Kinder Gottes gehören zum bleibenden Vermächtnis der FAV. Der Prophet Joseph Smith sagte den FAV-Schwestern in den ersten Versammlungen voraus, dass aus ihrem treuen Dienst derart Bemerkenswertes entstehen würde. Er sagte, dass Königinnen kommen würden,
um von der FHV zu lernen und mit ihr zu dienen. Ich habe erlebt, wie diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen ist. Und ich kann den Aufzeichnungen entnehmen, dass eine Verheißung aus den Heiligen Schriften für diejenigen, die dem Herrn in seinem Werk dienen, auch für diese FHV-Pionierinnen Wirklichkeit wurde. Diese durch den Propheten Joseph Smith gegebene Verheißung steht im 88. Abschnitt des Buches Lehre und Bündnisse. Hier ist die Rede von denen, die berufen werden, mit dem Herrn in aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten zu arbeiten. Und er sprach zum Ersten: Gehe hin und arbeite auf dem Acker, und zur ersten Stunde werde ich zu dir kommen, und du wirst die Freude meines Angesichts schauen. Und er sprach zum Zweiten: Gehe auch hin auf den Acker, und zur zweiten Stunde werde ich dich mit der Freude meines Angesichts besuchen. Und auch zum Dritten, nämlich: Ich werde dich besuchen, und zum Vierten, und so weiter, bis zum Zwölften. Und der Herr des Ackers ging in der ersten Stunde zum Ersten und blieb die ganze Stunde bei ihm. Und er wurde durch das Licht des Angesichts seines Herrn erfreut. Aus ihren Aufzeichnungen geht deutlich hervor, dass diese Frauen aus der ersten Stunde der FHV die Freude spürten, die der Herr verheißen hatte. Er verrichtete das Werk mit ihnen zusammen. Er ließ es gedeihen, und die Frauen spürten Freude und Licht. Der Prophet Joseph Smith sah voraus, dass andere Zeiten folgen würden. Er sah das große Werk, das im ersten Zeitabschnitt errichtet würde, aber er sagte auch, die Frauen sollten den Menschen dienen, helfen und sich um diejenigen kümmern, die in ihrer Nähe waren und die sie persönlich kannten. Nach einer freudigen Zeit des Aufbaus führte der Herr sie in einen anderen Zeitabschnitt, fort von den Feldern, die sie so wunderbar angelegt hatten. Es war für die Männer schwer, die die Krankenhauskette übernommen und auf der Grundlage, die von der FHV geschaffen worden war, ausgebaut hatten. Der Herr hatte durch seine Propheten deutlich gemacht, dass seine Knechte im Priestertum die Verantwortung für den Erhalt und Ausbau dieses großen Instruments, mit dem man Gutes tun konnte, anderen überlassen könnten. Und so gab die Kirche ihre wunderbare Krankenhauskette in andere Hände. Ich kenne und bewundere die Männer, die die Freude erlebten, in dieser Krankenhauskette mitzuarbeiten. Und ich habe auch gesehen, dass sie wussten, dass die Freude daher kam, dass sie mit dem Herrn an einem Strang zogen und nicht auf ihren eigenen Leistungen beruhte. Und so lächelten sie und gaben freudig etwas, was sie aufgebaut hatten, auf. Sie glaubten daran, dass der Herr ihren Dienst anderswo nötiger brauchte, auf einem anderen Feld, in einem anderen Zeitabschnitt. Ein kostbarer Teil ihres FHV-Erbes ist eben dieser Glaube im Herzen der Führerinnen und auch der Mitglieder der FHV. Der Herr hatte gewusst, wo ihre großen Talente im nächsten Zeitabschnitt gebraucht werden würden und wo sie sogar noch mehr Freude finden würden als bei den herrlichen mildtätigen Projekten, die sie angefangen und aufgebaut hatten. Die Kirche wurde größer und erstreckte sich über die ganze Welt. Die von der FHV eingeführten Dienste erforderten nun immense Mittel und ständige Beaufsichtigung. In einer wachsenden Kirche und einer Welt, in der es immer turbulenter zuging. Bei den großen und zentral verwalteten Programmen hatten die FHV-Führerinnen und Mitglieder weniger Gelegenheit, die Freude zu spüren, jemandem im Auftrag des Herrn und zusammen mit ihm zu dienen. Für einen neuen Zeitabschnitt hatte der Herr bereits alles vorbereitet. Das einzige System, mit dem man in einer so großen Kirche und einer so vielschichtigen Welt Beistand und Trost spenden kann, funktioniert nur, wenn Menschen in der Nähe der Bedürftigen sind. Der Herr hatte dies schon vom ersten Tag der FHV ankommen sehen. Er legte ein Muster fest. Zwei FHV-Schwestern nehmen die Aufgabe, andere zu besuchen, als Berufung vom Herrn an. Das war schon von Anfang an so. Die FHV-Beamtinnen benannten Schwestern, von denen sie wussten, dass sie aus Überzeugung wohltätig dienen würden, wenn die zuständigen Besuchslehrerinnen nicht mehr weiterhelfen konnten. Alles spielte sich in der Nähe ab. Die Beteiligten kannten sich. Die Mitglieder lehrten in ihrer Gemeinde in den Versammlungen das Evangelium und gaben Zeugnis vom Erlöser und der Wiederherstellung.
Töchter wachten über Mütter. Mütter hörten Töchtern zu, lehrten sie und kümmerten sich um sie. Die Mitglieder der FHV hatten schon immer das Vertrauen der örtlichen Priestertumsführer und Hirten. Jeder Bischof und jeder Zweigpräsident hat eine FHV-Leiterin, auf die er sich verlassen kann. Sie hat Besuchslehrerinnen, die die Schwierigkeiten und Bedürfnisse der einzelnen Schwestern kennen. Durch die Besuchslehrerinnen kann sie erfahren, was in den Schwestern und in den Familien vorgeht. Sie kann auf Bedürfnisse eingehen und dem Bischof bei seiner Berufung für die einzelnen Mitglieder und Familien zu sorgen helfen. Ein herrlicher Teil des Erbes der FHV zeigt sich darin, wie das Priestertum der FHV Respekt erweist und diesen auch von der FHV bekommt. Ich habe das erlebt und Sie auch. Unser Bischof fragte mich vor einigen Jahren lächelnd, wie kommt es, wenn ich ein Mitglied besuche, das Probleme hat, dass Ihre Frau anscheinend immer schon vor mir da war? Jeder Bischof und Zweigpräsident mit ein wenig Erfahrung hat schon erlebt, wie er durch das inspirierte Beispiel der Schwestern sanft erinnert wurde. Sie rufen uns ins Gedächtnis, dass keiner, weder Frau noch Mann, ohne Dienst am Nächsten errettet werden kann. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich noch, wie Präsident Marion G. Romney eine Schriftstelle anführte, als er erklärte, er sei genauso entschlossen wie die Schwestern, diesen Dienst treu zu leisten. Er zitierte Mosia. Und nun, um des Willen, was ich zu euch gesprochen habe, das heißt, um des Willen, dass ihr euch von Tag zu Tag Vergebung für eure Sünden bewahrt, so dass ihr ohne Schuld vor Gott wandeln könnt, möchte ich, dass ihr von eurer Habe mit den Armen teilt, ein jeder gemäß dem, was er hat, wie die Hungrigen zu speisen, die Nackten zu kleiden, die Kranken zu besuchen und ihnen Hilfe zuteilwerden zu lassen, geistig ebenso wie zeitlich gemäß ihren Bedürfnissen. Präsident Romney hat dabei gelächelt, wenn ich mich recht entsinne. Und zwar deswegen, weil er seine Sünden loswerden wollte. Und deswegen hat er so aktiv Dienst geleistet. Sprechen wir jetzt noch darüber, was Sie tun müssen, um dieses wundervolle und heilige Vermächtnis der FHV an jene weiterzugeben, die nach Ihnen kommen. Dazu braucht man Kleines und Einfaches. Denken Sie einfach daran, dass es von Herz zu Herz weitergegeben wird. Nächstenliebe. Die reine Nicht-Christus-Liebe ist Teil der mächtigen Herzenswandlung, die der Herr seinen treuen Jüngern verheißt. Es ist also unschwer zu erkennen, welche einfachen Dinge sie tun können und müssen, um das Vermächtnis weiterzureichen. Immer wenn Sie mit Ihrer Partnerin Besuchslehren gehen, müssen Sie sich ins Gedächtnis rufen, was Erfolg bedeutet. Erfolg ist mehr als nur eingelassen zu werden. Erfolg ist mehr als über die Besuchslehrbotschaft zu sprechen. Erfolg ist mehr als zu fragen, wie man helfen kann. Der Erfolg stellt sich vielleicht erst nach vielen Besuchen ein und in dieser Welt sehen Sie womöglich gar nicht mehr die Früchte Ihrer Arbeit. Aber Sie können auf dem Weg dorthin den Geist verspüren. Ich sprach mit einer FHV-Schwester über ihre Besuchslehrarbeit. Sie besuchte eine Frau, die schon bald plötzlich und auf tragische Weise ihren Mann verlieren sollte. Der Bischof hatte vorgeschlagen, dass sie diese Frau besucht. In den Jahren zuvor hatte die Frau nur gelegentlich Kontakt zur FHV gehabt. Die Besuchslehrerin bereitete sich vor, indem sie kurz anhielt und Blumen kaufte. Zu der Zeit gab es gerade Tulpen in vielen Farben. Sie suchte ihre Lieblingsfarbe aus, doch dann hatte sie das Gefühl, sie solle eine andere nehmen. Sie wusste nicht, warum sie die gelben nahm, sie kaufte sie einfach. Als sie die gelben Tulpen an der Tür überreichte, lächelte die Frau und meinte, »Schauen Sie mal meinen Garten an. Überall blühten gelbe Tulpen.« Die Frau sagte, ich hatte gerade überlegt, ob ich ein paar Tulpen für das Haus pflücken solle. Doch jetzt kann ich sie stehen lassen und mich etwas länger im Garten an ihnen erfreuen, weil sie mir die hier mitgebracht haben. Sie plauderten nett miteinander, als seien sie schon lange befreundet. Dank dieser Eingebung, Blumen mitzubringen, und zwar gelbe Tulpen, hatte die Besuchslehrerin den Beweis, dass sie im Auftrag des Herrn unterwegs war. Ich konnte die Freude
in ihrer Stimme hören, als sie mir davon erzählte. Damals wusste sie nicht, was die Witwe über diesen Besuch gedacht hat. Doch wenn diese nur glaubte, dass Gott sie liebte und ihr einen Engel gesandt hatte, dann hatte die Besuchslehrerin ihr schon geholfen, in den Augen des Herrn auf der Straße des Erfolgs voranzukommen. Diese Besuchslehrerin wird den Erfolg ihrer treuen Bemühungen vielleicht erst in der künftigen Welt bestätigt bekommen. Das gilt auch für zwei Besuchslehrerinnen, die unermüdlich ebenfalls einer Witwe Liebe erwiesen, die fast 9 Jahre in einem nahegelegenen Pflegeheim wohnte. Nach schweren Prüfungen verstarb sie erst vor ein paar Wochen. Nach dem, was ich von einem Sohn dieser Witwe hörte, bin ich sicher, dass die Besuchslehrerinnen erfolgreich waren. Sie werden die Freude erleben, die die Mutter des Propheten Joseph Smith den Schwestern in einer FAV-Versammlung, die sie besuchte, schilderte. Wir müssen füreinander sorgen, übereinander wachen, einander trösten und Weisung annehmen, damit wir alle im Himmel beisammen sitzen können. Sie geben das Erbe weiter, wenn Sie anderen helfen, im Herzen die Gabe der Nächstenliebe zu empfangen. Sie können diese dann wieder an andere weitergeben. Die Geschichte der FAV ist in Worten und Zahlen festgehalten, aber das Erbe wird von Herz zu Herz weitergereicht. Darum haben die Familien solch großen Nutzen von der FAV. Meine Mutter hat mir einen kleinen Anstecker mit den Worten »Die Liebe hört niemals auf« geschenkt. Diesen kleinen hier für mein Revers habe ich von Schwester Beck bekommen. Ich stecke ihn an, aber ich weiß, dass Joseph Smith am Anfang die Sorge hatte, dass die FAV zu groß wird. Und deswegen stecke ich das nur jetzt mal eben kurz an. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass wir nun in einer Versammlung zusammen sind, wie sie Joseph Smith gesehen hat. Einer Gemeinschaft zutiefst bekehrter Frauen. Das bleibende Vermächtnis, das meine Mutter ihrer Familie hinterlassen hat, war ihre Liebe und die Liebe des Herrn, die ich sah und spürte, wenn sie auf ganz einfache Weise in seinem Namen Mitgefühl übte. Sie war eine FAV-Schwester. Sie hatte keine Töchter, aber meine Frau hat das Erbe an unsere beiden Töchter weitergegeben. Und diese werden es im Herzen anderer bewahren. Es wird bestehen bleiben, weil die Liebe niemals aufhört. Ich bezeuge, dass die Nächstenliebe die reine Christusliebe ist. Wenn wir mit ihm zusammen anderen dienen, spüren wir seine Freude. Er lebt. Durch sein Sühnopfer hat er es ermöglicht, dass wir die Gabe der Nächstenliebe erflehen und empfangen können. Ich weiß, dass der Vater lebt und unsere Gebete erhört. Sie gehören einer Organisation an, die durch den Propheten der Wiederherstellung, Joseph Smith, gegründet und auf den Weg gebracht wurde. Schwester Beck und ihre Ratgeberinnen wurden durch Inspiration von Gott, die an einen lebenden Propheten erging, berufen. Ich weiß, dass dem so ist. Sie haben ein herrliches Erbe. Ich bete zu Gott, dass er sie inspirieren möge, es zu bewahren und weiterzugeben, damit es diesen Segen und diese Freude auch in künftigen Generationen und Zeitabschnitten als Erbe und Vermächtnis geben wird. Im heiligen Namen Jesu Christi, dem wir dienen. Amen.